In der Vorrunde der Futsal Champions League kam es am ersten Spieltag im Abendspiel direkt auf die Begegnung des TSV Weil im Dorf mit dem Gastgeber aus Tirana hier in Albanien. Für den TSV Weil im Dorf formell ein Heimspiel gegen die als bessere Mannschaft im Koeffizienten gesetzten Albaner. Also durchaus eine schwierige Aufgabe, die die Jungs hier in ihrem ersten Spiel angehen wollten und auch mussten. Nach Seitenwahl. Dem Gruppenbild. Und dem Anpfiff folgt direkt in der ersten Spielminute das erste Ausrufezeichen, der erste Angriff und die erste Überschrift des TSV Weil im Dorf. Die Gäste setzen die Gastgeber in der ersten Halbzeit weitgehend unter Druck, sodass das Spiel in der albanischen Hälfte stattfindet. Immer wieder müssen auch die Albaner ihr Tor verteidigen, was ihnen noch recht gut gelingt. In der dritten Spielminute kommt es zu einem Handspiel durch Brahimi. Hier noch einmal in der Wiederholung zu sehen. Und zum fälligen Strafstoß für den TSV Weil im Dorf, den Kennedy Alves Ribeiro schießen wird. Ins Spielfeld gekommen ist der zweite Torwart Mieko. Der pariert diesen Strafstoß. In der sechsten Spielminute kommt es hier zu einem Tor für die Gastgeber. Der Ball, das werden wir gleich noch in der Wiederholung sehen, prallt an der Brust von Philipp Pless ab und im Nachschuss ist es Dia, der nur noch über die Torlinie schieben muss. 0:1 aus Sicht des TSV Weil im Dorf. Dies bleibt auch der Halbzeitstand. Ja. In der 21. Minute ist es Josip Sessa, der sich hier durchsetzen kann, der den Ausgleich zum 1:1 nach Ballgewinn erzielt und das ganz allein vollbringt. Auf der anderen Seite pariert Philipp Pless immer wieder und ist zur Stelle, wenn er vor seinem Tor gebraucht wird. Springen wir in die 26. Spielminute. Amer Džindić, der jetzt schießt und trifft zum 2:1. In der 32. Spielminute wird hier der TSV Weil im Dorf unter Druck gesetzt. Pless muss den Ball wegspielen. So kommt es zum Fehlpass. Und Kaccha hat da seine Chance gesehen. Der erneute Ausgleich zum 2:2 für Tirana. Wir springen in die 35. Spielminute. Ein Eckball. Kennedy Alves Ribeiro. Er legt den Ball rüber. Dann springt er einmal vom Bein von Gavric ab. Und dann im Nachschuss ist es erneut Gavric, der hier seinen Fehler, will man es gar nicht nennen, wieder gut machen kann und zum 3:2 den Ball über die Linie schiebt. Die Albaner holen den Flying Goalkeeper in den letzten Minuten. Der Torwart hatte immer schon mitgespielt, aber jetzt wird er dann auch durch einen Feldspieler wirklich ersetzt, sodass die letzten Sekunden dieser zweiten Halbzeit noch zu einer Zitterpartie für den TSV Weil im Dorf werden. Sie brauchen diese drei wichtigen Punkte, dieses Ausrufezeichen im ersten Spiel, um hier nicht gleich abgeschrieben zu sein, sondern den Gruppensieg durchaus als eine machbare Geschichte ansehen zu können. Die Zeit läuft runter, die Zeit läuft gegen Tirana und damit ist das Spiel aus. Der TSV Weil im Dorf gewinnt gegen die Gastgeber aus Tirana, Albanien mit 3:2.